Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Produkt Nullsatz beschäftigen. Was du dabei schon wissen solltest, ist, wie man die Nullstellen einer linearen Funktion berechnet, wie man die Nullstellen einer quadratischen Funktion berechnet und wie man den Grad einer Polynomfunktion bestimmt. Das Ziel für dieses Video ist es, die Nullstellen einer Polynomfunktion vom Grad n größer gleich 3 zu berechnen, und zwar indem wir den Produkt Nullsatz benutzen und diesen auch kennenlernen werden. Fangen wir an. Wir haben hier eine Polynomfunktion p gegeben, die in verschiedene Faktoren aufgespalten ist. Wir sollen jetzt den Grad dieser Polynomfunktion bestimmen. Wir wissen bereits, der Grad einer Polynomfunktion ist ganz einfach der höchste Exponent in dieser Funktion. Unsere Polynomfunktion ist hier in verschiedene kleinere Polynomfunktionen aufgespalten. Um jetzt ihren Grad zu bestimmen, müssen wir ganz einfach die Grade der einzelnen Polynomfunktionen zusammen addieren. Das heißt, im ersten Faktor haben wir eine Polynomfunktion von Grad 1, im zweiten von Grad 2 und im dritten Faktor von Grad 2. Also hat die Polynomfunktion p insgesamt einen Grad von 1 plus 2 plus 2, also einen Grad von 5. Wir suchen also jetzt die Nullstellen dieser Polynomfunktion p. Das machen wir, indem wir die Gleichung gleich 0 setzen. Wie dir sich schon aufgefallen ist, hat diese Gleichung eine besondere Struktur, und zwar ist sie in die verschiedenen Faktoren aufgeteilt. Das heißt, wir können jetzt den sogenannten Produkt-Null-Satz anwenden, der besagt, ein Produkt ist genau dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren gleich 0 ist. Das heißt, um die Nullstellen dieser Polynomfunktion p zu berechnen, müssen wir einfach nur schauen, wann die jeweiligen Faktoren gleich 0 sind. Pausiere dafür jetzt bitte das Video und versuche es zunächst selbst. Okay, fangen wir gleich mit dem ersten Faktor an, und zwar x plus 7. Das heißt, wir setzen die Gleichung x plus 7 ist gleich 0 und formen um und erhalten x ist gleich minus 7 auf den zweiten Faktor, und zwar x² plus 4x minus 5. Diesen setzen wir wieder 0 und verwenden hier die kleine Lösungsformel. Und wir erhalten x ist gleich minus 2 plus minus die Wurzel aus 4 plus 5. Und das ist gleich minus 2 plus minus 3. Jetzt noch der dritte Faktor, x² minus x minus 6. Den setzen wir auch gleich 0. Und verwenden wieder die kleine Lösungsformel. Und wir erhalten x ist gleich 1/2 plus minus die Wurzel aus 1 Viertel plus 6. Und das ist gleich 1/2 plus minus 5/2. Das heißt, die Polynomfunktion p hat also die Nullstellen minus 7, minus 5, 1, 3 und minus 2. Diese können wir in die Grafik rechts einzeichnen. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.